Willkommen im fortgeschrittenen Jahrtausend. Es würde als Zeit des Wandels in die Geschichtsbücher eingehen, wenn es später noch Bücher geben würde oder eine Geschichte oder eine Welt. Draußen schien alles ruhig. Die neue Technologie, der Segen der Menschheit, würde der Ausweg aus Gewalt, Hass, Ungerechtigkeit und Klimakatastrophen sein, hoffentlich. Aber da waren noch zu viele Leute, die alle etwas wollten, Leben zum Beispiel. Sie klonten Tiere, um sie danach beim Aussterben zu beobachten. Der Himmel erleuchtet von Explosionen im All, da kollidierten chinesische Schallraketen mit den Satelliten, die Milliardäre ins All schossen, um das Internet zu retten, das am Boden zusammenbrach. Das schöne Internet. Das ist die Geschichte von Ben, Maggie, Rachel, Piotr und Kemal. Die jungen Menschen, die sich früher die Freunde genannt hatten und das im Rahmen ihrer Kontaktstörung auch waren. Sie hatten Angst. Die schreckliche Angst junger Menschen, die sicher waren, in der letzten aller Zeiten zu leben. Die sicher waren, dass die Generation vor ihnen die Erde ruiniert hatten. Ihre Angst war so real, weil sie noch nicht wissen konnten, dass es noch viel schrecklicher werden konnte und dass sich Menschen auch daran gewöhnen würden. Sie sprachen über ihre Angst. Meine Güte, Europa. Sehnsuchtsort von Menschen, die es nicht besser wussten. Insel der glückseligen, Traumort der Fliehenden auf ihren Gummibooten. Sie kamen und wollten leisten. Endlich sollte sich Leistung lohnen. Und wenn sie das rettende Ufer erreichen sollten, würden sie staunen. Sieh nur, da ist Europa. Es ist voll alter Knochen mit neuen Autobahnen. Die Menschen lebten an den Autobahnzubringern, sie träumten von Flugtaxen. Wie toll das klingt, beim Taxi zur Arbeit fliegen, Hauptsache Arbeit. Man muss, so haben sie gelernt, vom Kindergarten an, wie Hunde die Belohnung für Kunststücke bekommen, arbeiten, um zu leben. Sich sein Leben verdienen, sonst wird es einem abgenommen. Wenn man sich sein Leben verdient hatte mit der Verrichtung von Stumpfsinn, der keinen beim besten Willen interessierte, wenn die Menschen sich also ihr Leben verdient hatten, bekamen sie ein paar Stunden freie Zeit, um sich fit zu halten und dann fit ihr Leben zu verdienen. Und dann rasten sie los, joggten um den Block, hurra, Marathon, Sit-ups, Herzinfarkt, ab ins Krankenhaus, Pech, privatisiert, leider kein Platz für sie. Falls sie überlebten, mussten sich die Leute pflegen. Mit 829 verschiedenen Wörtern für Pflegeprodukte in ihren kleinen, traurigen Duschen, in ihren Einraumwohnungen, in denen sich Chipstüten unter dem Bett stapelten, aber alles wieder ausgekotzt. Sie pflegten sich, um eine erbärmliche Chance auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Fickmarkt zu haben. Leider lief da nichts, denn die Menschen waren zu müde für den Verkehr. Diese sogenannte Landschaft, die aussah wie alle Landschaften in Europa, in denen nicht gerade eine historische Innenstadt oder ein früheres Urlaubsparadies befindlich waren, schien nie zu enden. Hier hatte der Fortschritt zugeschlagen. Windparks, Schlachthäuser und industrielle Landwirtschaft, im besten Fall. Oder gar nichts. Keine Läden, keine Straßen, keine Tiere, keine Bäume, keine Kneipen, keine Restaurants. Da war fast jeder freie Platz gerodet, umgebaut. Das Wachstum, Sie wissen schon, das Wort, das eine Absurdität beschrieb, hatte sich als Propaganda in die Gehirne der Menschen gefressen, wie ein Pilz, der sie fernzusteuern schien. Das Wachstum brauchte wieder die Leute hier, die in seltsamen Flachdach-Mehrfamilienhäusern darauf warteten, dass endlich ein Komet dem Ganzen ein Ende bereitete, noch die Landschaft, die irgendwann mal für irgendwas oder für die Märkte wichtig gewesen war. Hey, was willst du machen?
Hey, was bist du noch? 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 Hallo, mein Name ist Jonas Ekurz. Soll ich schon anfangen, oder? Also, mein Name ist Jonas Ekurz und Tut mir leid. Na, okay, gut, langsam. Nächster, dann lassen wir die Erwachsenen. Aber. Ja. Guten Tag, mein Name ist Silke Drei. Ich bin gelernte physikalisch-technische Assistentin und habe an der Uni Freiburg Stochastik und Stöchiometrie studiert und anschließend meinen Master in Yale gemacht in Digital Monitoring. Die letzten 13 Jahre habe ich als Human Outsourcing Managerin gearbeitet bei Suzhou Technologies in Tianjin. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, Teil von Think zu werden und das Unternehmen mit meiner langjährigen Erfahrung und Expertise zu bereichern. Ich habe Ihnen auch meine ganzen Zeugnisse mitgebracht. Gut, später vielleicht. Und den MRT-Scan und die Organwerte. Next, bitte. Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Anja Haus. Ich habe Humanmedizin studiert. Die Regelstudienzeit beträgt 12 Semester. Ich habe das in 9 gemacht. Das praktische Jahr habe ich vorgezogen. Anschließend war ich 5 Jahre lang als Assistenzärztin tätig. Und währenddessen habe ich meine Ausbildung zur Fachärztin im Bereich Chirurgie abgeschlossen. Hier habe ich meine Doktorarbeit. Und hier sind noch alle Infos über mich drin. Würde mich wahnsinnig freuen, von Ihnen zu hören. Ich bin ein großer Fan Ihrer Firma. Next. Danke. Ha, nee, komm. Next. Willkommen bei Think. Think now. Mein Name ist Linda Michel. Ich bin seit 10 Jahren festes Bestandteil von Think. Ich bin derzeit CIO WHSE Sonderprojektmanagerin. Eine Führungskraft bei Think zu sein, ist unheimlich inspirierend und gibt mir die Möglichkeit, in meiner Aufgabe zu wachsen, aber auch Kolleginnen an die Hand zu nehmen und gemeinsam unser volles Potenzial auszuschöpfen. Einer meiner Schwerpunkte ist derzeit, ein Sonderprogramm für meine Mitarbeitenden zu entwickeln. Hallo, wie geht es dir? Hallo, ich mache das erstaunlich gut. Und was ist Ihre Aufgabe bei Think? Ich bin für meinen Kollegen hier vor mir verantwortlich, damit keine Fehler passieren. Genau, ich möchte, dass die Leute da draußen wissen, dass das Tolle an der Arbeit hier bei Think ist, dass wir fortschrittlich und innovativ sind, dass wir rasant sind und dass wir nur die besten Leute hier einstellen, aber auch uns um die kümmern, die da noch etwas mehr Hilfe gebräuchten könnten. Think ist ein Ort, an dem Sie Ihre innere Uhr reparieren können, Ihre Batterie aufladen können und sich auf Ihr geistiges, emotionales Wohlbefinden konzentrieren können. Genau. Super machst du es. Danke. Ciao. Ja, genau, richtig. Die Bevölkerung der westlichen Länder teilte sich in die dicke Mehrheit und die fitte Minderheit. Die dicken, die adipösen Diabetiker, herangezüchtet durch all das, was man Nahrung nannte, die es in den Vierteln der dicken Adipösen in den Läden gab.
In Pappkartons lag das Zeug. Nicht einmal an Regale mit netter Beleuchtung wurde es geordnet. Der nächste Schritt wäre, den Leuten Zucker, Fett, Hormone und Pestizide einfach in die Venen zu spritzen. Für Konzerne, also Aktionäre, hatte die Wissenschaft erforscht, wie viel Zucker und Fett und Dreck so ein Körper erträgt und wie lange es sich für das Wachstum rentiert, den Organismus am Leben zu erhalten. 760 Milliarden hatten die Aktionäre mit Insulin verdient, das schöne Geld. All das schöne Geld für die privaten Krankenhausketten, all die armen Leute, die da mit den amputierten Beinen hockten und glaubten, was in Filme und die Nachrichten von Aufstieg und Glück der kleinen Leute berichtet hatten. Und die vom Krieg erzählten und sich doch darin befanden, sie hatten verloren. Der Feind musste nicht einmal kämpfen, er war einfach durchspaziert, der neue Mensch. Mit Coding und Fremdsprachenkenntnissen, mit virtuellen Brillen liefen sie gegen Laternen und sagten, ich unterscheide nicht zwischen Leben im Netz und Real Life. Und kaum eines mit einem Gefühl außer ständiger Panik und dem Bewusstsein der eigenen Individualität, jeder mit seiner Identität, seiner Nationalität, Religionalität, mit seiner Religion, seiner Generation, seinen Vorlieben und Abneigung gegen den Rest, und keines gehörte zu irgendwas, außer zur großen Klasse der Betrogenen. Nach dem Kapitalismus. Der Glaube an Zukunft, Fortschritt, Wohlstand, Urlaubsreisen, die runde Welt, das friedliche Ende, die glückliche Familie hatten die Menschen zusammengehalten, lange Zeit. Doch nun glaubte keiner mehr irgendwas. Die unfassbare Menge an realen und gefälschten Informationen, an Schwachsinn, Brutalität und die Geschwindigkeit, mit der die alten Gesellschaftsordnungen verschwanden und durch irgendwas ausgetauscht wurden, versetzte die Bevölkerung und ihre Organe in permanente Erregung. Der Darm, ein großes Thema. Fast jeder unter einer Milliarde Vermögen ahnte, dass es nicht gut enden würde mit den Menschen, der Welt, dem ganzen Zeug, aber einen Ausweg wusste keiner.
Wirts und ihre Arbeitsplätze ähnelten sich. Die meisten Brigaden saßen in der Nähe von Autobahnzubringern, Schrottplätzen oder Lkw-Parkplätzen in den Industriegebieten großer europäischer Städte in strahlensicheren Metallcontainern. Überall roch es nach Pizza und Nudeln, überall wurden Energy-Drinks oder Mate konsumiert, um den Dauereinsatz an den Rechnern zu bewältigen. Die meisten vernachlässigten die Körperpflege ein wenig. Sie waren zwischen 20 und 30. Ein paar statistische Ausreißer nach oben oder unten mitgemeint. Sie trugen Jeans oder Trackpants, Shorts und T-Shirts. Es gab interessante Frisuren, Hautfarben, alle geschlechtlichen Spektren waren vertreten. Und für fast alle der rund 100 Hackerinnen ging es um alles. Sie hatten sich radikalisiert. Habt ihr nur mit uns gemacht? Wir leben wie Laborratten in unseren kleinen Ställen und reagieren auf Anreize, die eine Maschine uns gibt. Wir geben für die kleinen Drecksboxen, in denen wir unruhig schlafen, fast alles aus, was wir in den Jobs verdienen, die für unnütze Menschen noch geblieben sind. In Lagerhäusern, die sich noch keine Roboter leisten können oder Bussen, die noch nicht autonom fahren. Mit einem Algorithmus, den wir mit dem tollen Google zeigt, dass du kein Roboter bist, Scheißdreck trainiert haben. Wenn wir online irgendwas bestellen wollten, im Zweifel Katzenfutter, das wir dann die ganze Woche snacken. In diesem Moment sind überall auf der Welt, in Geschäftsetagen, in Genossenschaften, in Wohnungen, Konzernen, an der Börse, in Hinter- und Vorderzimmern, auf Märkten, im Netz, auf Heiratsschwindlerinnen und Enkeltrickbetrüger vorn, Geschlechtsverkehrplattformen, in Galerien und Banken Menschen damit beschäftigt, einander zu betrügen, einander zu schaden, sich aneinander zu rächen, sich zu belügen, zu bestehlen. Sie bereiten feindliche Übernahmen von Firmen vor, die Zerschlagung von Konzernen. Sie planen einen Mord oder führen ihn aus. Sie fälschen Beweise, veröffentlichen intime Bilder. Sie planen Entmachtung von Vätern und Müttern. Sie stehen auf Stehbanketts und lügen sich ins Gesicht. Sie hassen sich und lächeln und planen einen fingierten Autounfall des Gegenübers. Sie mobben sich in ihren erbärmlichen Großraumbüros. Sie quälen das schwächste Kind. Sie treiben die Einzelgängerinnen in den Abgrund. Sie überfallen einander auf den Straßen, brechen in Wohnungen ein, ermorden einander auf den Straßen, brechen in Wohnungen ein, ermorden Menschen, die ihre Renten abholen oder ihre erbärmliche Sozialhilfe. Sie stehlen die Kollekte, stehlen Hilfsgelder. Sie haben eine Mission, einen kleinen privaten Krieg gegen Kapitalisten, Frauen, Albinos, Kommunisten, Abtreibung für den Gott, für den Jesus oder dagegen. Sie fälschen Unterschriften, Kunstwerke streuen Zucker in Tanks, vergewaltigen Frauen, Kinder, alles, was sich bewegt. Sie wollen den Job des Vorgesetzten, sie wollen berühmt sein, gehen über Leichen, lassen Gift ins Wasser, entsorgen Atommüll auf Feldern, sie gehen in die Politik, na Mahlzeit. Die meisten würden von sich sagen, dass sie ehrlich sind, dass sie das Gute wollen, nette Kerle, patente Frauen, süße Jugendliche. Und doch stehen in diesem Moment oder im nächsten oder morgen 8 Milliarden Menschen, ein paar liegen noch in den Windeln, die anderen hatten einen Schlaganfall, wieder andere sind krank, also sind es vielleicht 4 oder 5 Milliarden, die genau jetzt versuchen, irgendeinen anderen Menschen zu schaden. Erstaunlich, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Der Lobbyist ist Anwalt, aber kein sehr guter. Darum war er Lobbyist geworden, wie die meisten Politikerinnen in der EU keine sehr guten Politikerinnen waren. Aber was hieß schon gut? Hauptkunde des Lobbyisten war der Wirtschaftsverband der chemischen Industrie. Hallöchen!
Der Lobbyist nickte einer Frau zu, die beim Think Tank Center of New Europe arbeitet. Marktradikal, liberal, global und ExxonMobil vernetzt. Gerade liefen mehrere Showprozesse gegen den Konzern. Als ob der Untergang durch einen gesenkten CO2-Ausstoß aufzuhalten wäre. Die Massen hatten sich in ihrer Panik nur darauf geeinigt, dass es langen würde, wenn ein paar Fabriken Filter einbauten und zack, wäre die Welt wieder in Ordnung. Atom- und Gasstrom wurden als umweltfreundlich bezeichnet. Das verbesserte die. Egal. Menschen mit Vermögen wussten, dass nichts das Ende aufhalten würde und dass es egal war, ob sie 1 oder 10 Milliarden verdienen würden. Aber mehr war besser, denn es war Teil ihres Organismus, daran zu glauben, dass ein Mehr sich positiv auf ihre Unsterblichkeit auswirken würde. Kardinal Heinemann aus Sevilla ist ein sehr guter Freund von mir, der hat eine große Paella für den Abend anberaumt. Und die Franziskanermönche werden mit Fackeln diese Paella repräsentieren. Es gibt die Franziskanermönche, es gibt die Tempelordenmönche, es gibt die Kapuzinermönche aus Spanien. Mhm. Und wahrscheinlich kommt es heute zu einem großen Treffen. Oh. Und im Anschluss wird Kardinal Heinemann die Kinder ins Labyrinth des Archivs des Vatikans führen. Und wird ein großes Spiel mit ihnen veranstalten. Es gibt dazu noch heute Abend Wein von den Franziskanermönchen, die den Wein selber wahrscheinlich mit den Füßen gestampft haben. Es ist eine alte Tradition bei uns, dass man die Traube ehrt. Die Trauben werden wahrscheinlich rote Trauben und weiße Trauben. Rote Trauben sind für Rotwein, weiße Trauben sind für Weißwein. Das tut mir leid. Und dazu werden wir versuchen, eine Außenwirkung des Vatikans zu erzeugen, um die Presse und die Menschen mit ihrem Zweifel gerade, mit ihrem Zweifel für unsere Institution zu manipulieren. Es geht darum, die Menschen auf unsere Seite zu ziehen. Es ist unheimlich wichtig, viel für die Kinder zu machen. Freya hatte mit dem Vermögen, das ihr zugefallen war, eine große Verantwortung übernommen. Die hieß, das Vermögen für kommende Generationen zu vermehren. Mit ihren Unternehmen und Stiftungen sorgte die Familie für Arbeitsplätze, Infrastruktur, Aufschwung, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und so weiter. Freya hatte keine Ahnung, was sie damit meinte. Sie hatte nichts gegen Menschen, sie kannte nur keine. Sie versuchte nicht, sich in die Frau in der Supermarktkasse zu versetzen. Sie war noch nie in einem Supermarkt gewesen. Freya versuchte nett zu den Massen zu sein, zu den Leuten. Ab und zu besuchte sie körperlich Beeinträchtigte in ihren Unterbringungen. Freya hatte Schlüsselanhänger und Autoform an einige von ihnen verteilt. Kann nicht mehr. Freya hatte Angst vor Massen seit Kindheitstagen. Damals gab es Studentenunruhen und ihr Vater erzählte ihr von Kommunisten, die Leute wie sie umbrachten. Die Folge war jahrelanges Bettnässen, das ihr Vater dadurch kurierte, dass sie in dem nassen Bettzeug liegen bleiben musste. Ihre Mutter hatte versucht, sie zu beruhigen. Schau nur, meine Tochter, es gibt keine Kommunisten mehr. Das war richtig. Die Kommunistische Partei war in guter Voraussicht der kommenden Unruhen in Deutschland verboten worden. Im Namen des Volkes. Aber es hatte nicht geholfen. Freyas Angst war geblieben. Sie nahm sich eine Auszeit, um ihre Nerven zu beruhigen und rückte die Meißner Schäfergruppe im Salon im Unterdeck der Yacht auf den richtigen Platz. Der neuen Reinigungskraft war ein Fehler unterlaufen. Ihre Notiz? Rausschmeißen. Schön.
Ja. Alt. Dann geht's aber schon. Langsam wirst du auch alt und es reicht auch langsam, ne? Das ist reicht. Wie kannst du das langsam nicht mehr abkommen? Das hier muss gestresst sein, zu viel Arbeit, zu viel Arbeit. Eine Firma einfach vom Papa irgendwie. Du machst gar nichts mehr. Du sitzt nur zu Hause, ich mach das mit der ganzen Firma. Der Milliardär starrte auf sein Bloomberg-Desk. Er lächelte dabei. Es war eine ungewohnte Muskelaktivität in dem engen Gesicht, dem Abschluss seines verkrampften Körpers. Bis zu den Zehen zusammengezogen voller Angst, die ständig mit ihm war. Der Milliardär würde bald verschwinden auf eine der schwimmenden Inseln, die gerade in Milliardärskreisen der neue Investment-Hit waren. Alle hier im Viertel waren in ständiger Bereitschaft. Sie ahnten, dass es nicht gut enden konnte. In einer Zeit, in der es nur noch sie und Dienstleister gab, die Horden, die jetzt noch mit ihren hässlichen Gesichtern und den hässlichen Kleidern, den schlechten Zähnen und dem Hass, der offensichtlich war, am Tag in den Innenstädten der Welt arbeiteten, die kochten, putzten oder Bauarbeiten durchführten und dann zur Nacht verschwanden. So merkwürdige Momente, in denen alles zu passen scheint, in denen Systeme gestürzt, Mauern eingerissen werden, in denen Frauen studieren und wählen dürfen, Rassismus nur noch in einigen Köpfen existiert, Geschlechter keine Rolle mehr spielen, Kinder nicht mehr geschlagen werden dürfen, in denen verschwindet, was Menschen 100 Jahre für ein Naturgesetz hielten. Eine Pause im Irrsinn, ein letztes Aufstehen der Menschen. Noch eine Anstrengung, die Sache zu retten, das Aussterben zu verhindern, in einer seltsamen Entschlossenheit vereint. Es ist der letzte Versuch. Veröffentlichten den letzten Datensatz. Ist noch Geld auf ihren Konten? Weltweite Finanzkrise. Die systemrelevanten Banken haben über 2 Jahre lang Kontobewegungen in Milliardenhöhe nicht bemerkt. Ben hielt inne, okay, Milliarden waren vielleicht doch etwas hochgegriffen, aber frag mal einen normalen Bankkunden, der an Scheine und Geld glaubt, was der Unterschied zwischen einer Milliarde und einer Trilliarde ist. Frag ihn, wo die Bank all die Milliarden liegen hat. Ben schrieb in der Pressemitteilung weiter. Wollen die Banken neben den russischen, immer gut, Hackerangriffen auf ihr Geld auch verheimlichen, dass ihnen das Geld ausgegangen ist? Absender von IP, von Reuters, DPA und so weiter und versichert. Verkauft,
So ernte die Früchte des Zorns. Gut, wenn ihr fürchtet, sei euch gesagt, es schützt euch keine Uniform. Ihr wollt euch wehren, so legt den Wind in Ketten. Er wirkt die Luft, verbrennt die Sonne, ertränkt den Regen und fesselt unsere Schatten an alle Königinnen und Prinzen, Diktatoren, Demagogen, Tyranninnen und Schafs. Viel Spaß.